Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit der Spielerkarriere und unserem nächsten Länderspiel gegen Ungarn. Yo, da wollen wir mal sehen, endlich mal wieder vernünftige Trikots hier, dass wir uns auch mal ein bisschen unterscheiden können. Beim letzten Mal war das ein bisschen ungünstig gewählt, das weiß ich auch. Und ja, deswegen diesmal wieder vernünftige Trikots. Ich glaube gar nicht, dass die überhaupt gleiche Trikots hier hätten haben können. Ich glaube, Ungarn hat ein grünes Trikot. Bei uns ist es, ich weiß gar nicht, ob es hier noch grün ist oder ob es schon schwarz ist, aber ich glaube, hier war es noch grün. Das ist ja mal alles noch vorab drinnen hier. Und wurde ja erst im Laufe dieses Jahres dann bekannt gegeben, was als zweite Trikotfarbe, glaube ich, genommen wird. Wenn ich mich da recht entsinne. So, Schutowski mit der Flanke und die ist gut und oh mein Gott. Özil ist nicht der beste Kopfballspieler, aber so ein Ding darfst du mal gerne machen. Da steht dir das ganze Tor frei zur Verfügung und den köpft er dann doch noch links vorbei. Naja, aber auf jeden Fall schon mal ein kleiner Akzent, den wir hier setzen. Mit einer richtig schönen Flanke. Schade, kommen wir nicht ganz ran. Foul oder ist keins. Auch wenn der Schiedsrichter das wieder mit seinen nicht vorhandenen Augen hier deklariert hat. Aber das wissen wir natürlich am besten, was hier im Foul ist. So, komm, und da ist noch nicht mal das 1 zu 0, meine Herren. Torwart gleich mal wieder hier getestet. Der hätte auch mal gut reingehen können. Gucken wir uns nochmal ganz schnell an die Chance. War wieder nicht platziert genug, also weiß ich nicht. Momentan zieht er hier viel zu sehr in die Mitte. War im letzten Spiel auf jeden Fall unser großes Problem, ne? Dass wir da die Chancen, die wir hatten, nicht wirklich sinnvoll aufs Tor gebracht haben, sondern einfach nur aufs Tor. Aber wie gesagt, hat da nicht viel gebracht, ne? Ah, um Gottes Willen, was. Komm jetzt, vorn mit der Birne. Ja, wieder so ein Kloppy-Pass, der dann wieder auf uns gehen soll, nachdem wir aber eigentlich bei dem Spieler davor angefordert hatten. So, jetzt haben wir den Ball, aber keiner läuft mit. Ist natürlich blöde. Und ich glaube, wir haben auch nur einen Stürmer, weshalb wir, gucken wir ganz schnell mal, ja, weshalb wir hier wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werden mit Flankenbällen, hier Tore zu machen. Das heißt, wir müssen uns selber durch die Mitte vorwursteln. Oder vielleicht von anderen eine Flanke kriegen, aber das wird eher schwierig. Da kenne ich mich dann doch. Kopfbälle sind nicht so wirklich meine Stärke. Werden es, glaube ich, auch nicht mehr werden. Haust du hier ab? Özil wurde umgehauen. Ja, das sieht der Schiedsrichter wieder mal nicht. Wir haben es schon angekündigt. Der hat seine Augen heute zu Hause gelassen. Und deswegen pfeift er hier wieder mal nichts. Also, das sind wir ja gewohnt. Von den Schiedsrichtern so. Kirchhoff. Warum spielt er überhaupt? Warum die den hier mal gleich in die Nationalmannschaft berufen, das weiß kein Mensch, glaube ich. Natürlich noch nicht annähernd die Stärke hier in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich meine, na gut, ist ja schon 2017, stimmt. Stimmt! Das ist ja schon ein bisschen länger her. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile dabei. Und man sieht, wenn ich alle 2 Tage hier ein Part hochlade, dann kommt man dann doch schon auf so 5, 6 Saisons. Wir sind jetzt schon mittlerweile mit unserem Spieler hier knackige 22, glaube ich. Also da ist auf jeden Fall schon ein bisschen was passiert. Am Anfang ist man, glaube ich, 18. Aber Ende der Saison werden wir hier nochmal älter, glaube ich. So, dann komm, gib mir den mal. So, unten. Nee, das wird nix. Der war auch nicht wirklich gut gespielt. Ja. Ja, nee, ist klar. Was hat denn er da für einen Pass versucht? Kommen natürlich wieder nicht durch, obwohl wir den eigentlich abfangen. Also Realismus ist das nicht, aber gut. Das meine ich immer mit diesem unmenschlichen Reaktionsvermögen, ne? Das, was ich so abstellen wollte mit den anderen Einstellungen. Jetzt ist es ja wieder hier normal alles. Aber das finde ich immer total sinnlos. Also, es gibt keine Spieler, die gleichzeitig einen Pass spielen können und dann dran denken, dass der Pass nicht ankommt, sich dann sofort wieder umdrehen und den Ball dann wieder wegnehmen. Das geht nicht. Also, da rechnet man so nicht mit. Es ist einfach so. Man rechnet in erster Linie damit, dass der Ball ankommt, schirmt zwar weiter ab und guckt, ob der ankommt, aber so schnell kann man darauf nicht reagieren, wenn er nicht ankommt. Das ist nicht drin. Oh, wann du den Pass wieder spielst, Kollege. Komm, 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 geh ran da. Oh, da läuft der mit ins Aus, also, nee. Was soll das werden, Junge? Hat's ein paar Laufwege, die ihr habt? Ist ja unnormal. So, jetzt aber vor damit. Ich laufe wieder so viel hier.
Oh, Junge. Ja, klar. Nimm den Ball nicht an. Götze, mach ihn doch. Und da ist er drin. 1 zu 0. Wir haben nichts mit dem Tor zu tun gehabt. Wieder mal. Das ist in der Nationalmannschaft vom letzten Mal gegen Griechenland war es, glaube ich, auch so gewesen. Wir gewinnen zwar das Spiel, aber haben da nicht wirklich eine Chance gehabt und nicht wirklich was dazu beigetragen. Das wollen wir natürlich ändern hier. Wir wollen in der Nationalmannschaft immer gut spielen, immer auch das ein oder andere Tor oder eine Vorlage schaffen. Und deswegen werden wir versuchen, das auch hinzubekommen hier. So, Reus. Auf Kirchhoff und du darfst. Ja, ganz schlechter Pass. Ich gucke natürlich in erster Linie über, wo ich mich freilaufen kann und versuche dann im richtigen Moment den Pass anzufordern. Aber ich kann nicht gleichzeitig auch gucken, wo gerade der Gegner, der Mitspieler ist, so dass ich dann nicht weiß, ob es Sinn macht, sofort den Ball anzufordern und dann noch 2 Sekunden abzuwarten. Das ist immer das Problem daran, dass man, wenn man anfordert, sofort den Ball bekommt, dann passt er, egal ob da jemand dazwischen steht, dann passt er einfach. Und da geht er halt ganz, ganz oft einfach gegen den Mann und denkt man sich auch dann, hä, warum hast du den jetzt angefordert? Aber als Stürmer muss man einfach freistehen. Das ist viel wichtiger, als zu gucken, oh, steht der jetzt richtig, um mir den Pass zu geben? Im Idealfall macht man natürlich beides. So. Einwurf für den Gegner. Das wird wahrscheinlich hier eine Chance werden. Ja. Gut. Den kann man so mitgehen lassen. Und der ist wieder, ich wollte es gerade sagen, wenn das jetzt wieder kein Foul ist hier, dann kaufe ich dir ein paar Glasaugen und dann werden die da eingesetzt. Der ging nämlich nicht zum Ball, der Idiot. Entschuldigung für meine ausfällige Sprache hier, aber das ist hier manchmal hier nicht normal. So, oh. Götze spielt auf uns und wir kriegen den Ball und da ist er drin. Götze im Nachfassen. Schade, dass wir den wieder nicht selber machen, aber gut. War auch eine gute Vorlage von Götze, muss man ganz klar sagen. Hat das doch somit ja auch verdient, das Ding zu machen. Aber wir wollen ja dann doch nochmal eine Torbeteiligung haben hier. So, nur indirekt. Wurden hier sehr, sehr stark bedrängt und weggeschubst. Normalerweise gibt es dafür einen Foul, dadurch, dass wir den Schuss aufs Tor noch hinbekommen haben, ging das dann auch glatt. Und naja gut, es ist ein Tor draus geworden, was immer mehr. Aber manchmal ist es echt extrem, wie die das hier handhaben. Vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Schuss auch kommt, ja, weil man den schon vorher eingegeben hat, dann ist komplett für einen selbst der Vorteil vorbei. Wenn man das beim Gegner sieht, der Gegner darf alles tun in der Zeit, darf auch aufs Tor schießen und trotzdem wird das noch abgepfiffen oftmals. Also das ist wieder so eine Sache, wo man nicht mit fairem Blatt spielt sozusagen, sondern wo wieder der Computer bevorzugt wird, weil da ja genau gelesen werden kann, was der jetzt möchte und was er nicht möchte. Komm, und jetzt geht's los. Über Reus, das wird nichts, das wird nichts. Der verlangsamt und hat die Chance komplett versemmelt. Hier ganz, ganz schlecht gemacht. Hat Glück, dass der Gegner da richtig schlecht agiert hat, aber das wäre richtig, richtig in die Hose gegangen. Na gut, machen wir es so. Und Kirchhoff! Oh, schade. Der hätte ganz gut mal gepasst. Oh, das gibt's doch nicht. Da laufen wir dreimal um den Spieler rum und kriegen den Ball nicht. Also, nee. Ich bin schon wieder am Mäkeln hier, wo wir 2-0 führen, ne? Ich sollte mal ein bisschen das wieder zurückfahren. Ich reg mich, glaube ich, einfach viel zu gerne über das Spiel generell auf. Aber gut. Bald gibt es ein neues Spiel, über das ich mich aufregen kann. Ich finde es auch schade, dass noch kein Trailer raus ist. Aber der wird wahrscheinlich nicht so lange mehr auf sich warten lassen. Ich will nämlich endlich mal wissen, was es für Neuheiten geben wird im neuen Part. Im 15er. Ich würde mir da auf jeden Fall so ein paar Sachen wünschen. Wie zum Beispiel, dass man beim Pro-Club in Gruppen einem Spontanspiel beitreten kann. Das wäre eine schöne Sache. Oder dass man generell mal jederzeit ein Testspiel gegen den Computer absolvieren kann. Ohne jetzt die Liga-Ergebnisse zu zerstören. Ich will nämlich auch manchmal mit den neuen Leuten im Pro-Club einfach mal spielen. Aber das geht nicht. Denn wenn das Pokalfenster nicht auf ist, hat man dafür keinen Rahmen. Da kann man kein Spiel machen. Muss man halt gucken, dass man irgendwie ein Freundschaftsspiel mit irgendwem persönlich ja, veranlasst. Und das ist natürlich doof. So. Den haben wir jetzt. Da oben läuft jemand mit. Den sehen wir auch. Und der ist durch. Es ist Kirchhoff. Mensch, der macht auch so ein Spiel.
das Spiel seines Lebens hier und da haben wir die Vorlage für Kirchhoff. Da freuen wir uns natürlich. Meine Herren, ist das nicht ein defensiver Mittelfeldspieler? Läuft hier wirklich stark durch, setzt sich natürlich durch seine Stärke dann auch gegen den einen Spieler durch. Torwart geht nicht raus und das ist sein größter Fehler gewesen, denn der war bedrängt. Den hätte man gut auch stören können und somit jetzt schon zum 3:0 hier gegen Ungarn. Ist also kein Gegner, der uns hier gefährlich wird. Ich glaube, der war auch in der Gruppe nicht allzu weit vorne von den Spielen her. Oh, wir haben den perfekten Laufweg und der spielt wieder ins Nix, ne? So, Gündogan. Tja, den habe ich mir schon wieder vorstellen können, den Ball. Also da sieht man, dass der nicht ankommen kann, weil da einfach der Laufweg wieder abgebrochen wird. Und so, jetzt Götze geht und Draxler kommt. Wo ist Özil eigentlich? Spielt der hier? Nee, ne? Ach doch, auf rechts spielt er, ich wollte gerade sagen. Irgendwie haben wir doch schon mal was vom Özil aufblitzen sehen. Ist immer so die Frage, wo die dann eingesetzt werden. Wer auf die Seite ausweichen muss und wer offensiv bleibt. Denn, ja, offensiv, das ist so die Position, die haben wir doch am breitesten belegt, beziehungsweise da kann eigentlich fast jeder Spieler spielen, ob es ein Reus ist, ob es ein Kroos ist, ein Müller, ein Özil eben, ein Götze und auch ein Draxler natürlich. Von daher muss man da ganz klar sagen, offensives Mittelfeld, kein Problem bei Deutschland, eher so das Defensive, wo wir jetzt auch bei der WM wahrscheinlich arg mit zu kämpfen haben werden. Die Bender-Brüder sind beide verletzt. Dann haben wir einen Schweinsteiger, der noch nicht ganz fit ist. Also ich weiß nicht, momentan dürfte er, glaube ich, noch nicht spielbereit sein. Dann haben wir einen Khedira, der gerade erst genesen ist nach einer sehr, sehr langen Verletzung. Und ansonsten bleiben da eigentlich nicht viele Spieler, die jetzt großartig im defensiven Mittelfeld sonst unterwegs waren. Wahrscheinlich muss man dann auf Lahm oder Kroos zurückgreifen, wenn Schweinsteiger nicht wirklich wieder gesund ist, und da glaube ich nicht dran. Übrigens auch Gündogan natürlich schon eine ganze Weile verletzt. Nur nochmal, um zu erwähnen, wie viele es dann doch sind. Hätte Şahin sich mal für Deutschland entschieden, dann hätten wir wahrscheinlich das Problem nicht. Dann hätten wir Şahin im defensiven Mittelfeld als doch relativ sichere Nummer. Nur muss man gucken. Ginter war ja, glaube ich, auch nominiert. Wobei, nee, ich glaube, Ginter war nicht nominiert. Zumindest nicht mehr am Ende. Ginter wäre zum Beispiel auch so eine Personalie, die man auf defensiv spielen lassen könnte. Aber er ist natürlich noch ein bisschen jung, ne? Ah, und da spielt er uns den Ball wieder 5 Kilometer weit vor. Ey, nee. Wir haben den perfekten Laufweg und die spielen uns hier die Bälle drin. Das ist ekelhaft. Nee, nee. So, wahrscheinlich wird Götze noch eine bessere Note haben als wir, da er hier, glaube ich, 2 Tore gemacht hat. Wir haben ja nur eine Vorlage für Kirchhoff. Kirchhoff wird vielleicht auch eine gute Note kriegen. Der hat hier ein grandioses Spiel gemacht. Also die beiden werden hier bestimmt nochmal belohnt mit der guten Note. Kirchhoff scheint hier so der Gestalter zu sein im Mittelfeld. Kann ja sein, dass das so wird, aber ich finde es immer blöd, dass das eine Garantie ist. Spielt man bei Bayern, wird man hier in diesem Spiel ein absoluter Topspieler. Spielt man nicht bei Bayern, wird es eher schwierig. Sieht man daran, dass man die Talente von Dortmund nicht hochziehen kann. Günther und Hofmann zum Beispiel, die kriegt man vielleicht auf eine 80, wenn man Glück hat. Aber dann ist auch wirklich Sense. So war es zumindest bei mir. Also ich habe auch schon vom Fralo gehört, dass der das geschafft hat, den auf 84 oder so zu bringen. Oder 83, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall relativ gut. Aber bei mir ist da eine Sperre drin gewesen einfach. Der ging einfach nicht mehr höher, obwohl ich den nachher sogar hab Stamm spielen lassen. So, jetzt komm. Spiel rein hier in die Mitte. Özil, komm. 5 Stunden braucht er, um den Ball noch vorzubereiten. Das muss ich nochmal ganz schnell zeigen. Hätte er den jetzt hier nicht einfach mal rüberlegen können? Das ist ein ganz einfacher Pass, ja. Ich habe ihn sofort angefordert. Er könnte den jetzt einfach mit rechts, zack, sofort rüberschieben. Was macht er? Er stoppt den Ball und spielt uns den dann in den Rücken, sodass wir den Ball selber noch annehmen müssen. Kriegen das natürlich wieder nicht hin, weil er uns dazwischen springt, aber gut. Hätte man auch einfach haben können, ne? Da muss man natürlich wieder so einen Ball stoppen und 2,5 Jahre dann warten, bis man den passt. So wird das natürlich nichts, ne, mit der Chance. Aber ich sag mal, wir können ja eigentlich zufrieden sein. Wir führen hier 3:0, haben eine Vorlage gemacht. Aber ich würde auch gerne noch ein Tor machen oder vielleicht noch eine Vorlage. Ja, tolle Sache, Reus. Also die spiele ich auch nicht mehr an. Das ist echt schrecklich, was du da fabrizierst. Das war in der ersten Halbzeit schon so katastrophal, was der da für Sachen gemacht hat.
Ist bei mir bei der Dortmund-Karriere momentan übrigens auch so. Da lasse ich generell Großkreuz spielen, den ich sonst gar nicht habe spielen lassen. Der macht sich aber richtig gut in dem Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass der bei FIFA hier so stark ist. Ich meine, der hat wirklich gute Zweikampfwerte, aber was mir auffällt, der hat ein wirklich gutes Stellungsspiel. Und das im Vergleich zu einem Reus, von dem man eigentlich in dieser Saison sehr, sehr viel gesehen hat und der auch wirklich sehr, sehr schnell auf Außen ist. Aber der hat bei mir in der Karriere momentan, die ich jetzt wieder neu angefangen habe, eigentlich nichts gebracht. Hat da nichts gerissen. So, Özil. Komm, der lange Ball, den kriegst du, den kriegst du, den kriegst du. Na, aber mehr wollten wir gar nicht. So. Ja, ich mag dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Muss ich mir zumindest einreden. Mann, 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 solche Ballannahmen. Ja, Götze, zwei Tore, Kirchhoff. Also der beste Spieler wird wahrscheinlich zwischen uns, Kirchhoff und Götze ausgemacht. Und Kirchhoff hat eine 7,8. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ich muss mal schnell gucken. Der hat ein Tor gemacht, hat hier auch richtig gute Werte eigentlich. 12 von 14 angekommenen Pässen. Abgegangene Dribblings 6 von 7. Naja, ich meine, wir haben viele, viele Dribblings hier. Aber ja, ich muss schon sagen, dass das ungerechtfertigt ist. Also die beiden waren wirklich neben uns hier die stärksten Männer. Ich meine, die sind von der Bewertung auch am nächststärksten hier, außer Hummels vielleicht noch, aber das ist natürlich ja, ein bisschen Quatsch. Also ich sehe die da um einiges stärker. Gerade Kirchhoff hat wirklich zwischenzeitlich in Situationen gezeigt, dass der ganz, ganz stark war. So, gegen Tschechien simulieren wir wieder. Haben wir, glaube ich, das letzte Spiel auch gemacht. Da war, glaube ich, schon nicht mehr allzu viel zu holen. So, die haben eigentlich auch nur noch Jirasek und Čech. Darida vielleicht noch. Piar. Raitoral ist draußen, Cutlets ist draußen, Vitra ist draußen. Das sind so Leute, die ich kenne. Die spielen nicht. 2 zu 2 nur gegen Tschechien, das ist schlecht. Und somit sind wir in der Gruppe wahrscheinlich auch nicht mehr Erster. Wird wahrscheinlich Portugal jetzt sein. Nee, das meinte ich nicht. Wird Tabellen haben. Genau wie in der Liga mittlerweile sind wir ja auch nicht mehr Erster. So. Wo ist es denn? Da. Nee, wir sind noch Erster. Meine Herren, die sind ja aber richtig weit weg, Portugal. Was haben die denn getrieben? Die haben sogar zwei Spiele schon verloren. Das ist ja mal richtig schlecht. Gegen wen habt ihr denn verloren? Das ist ja komisch. Ja, Griechenland auch letzter in der Gruppe. Das ist auch toll. Wales ja anscheinend hier die Übermacht. Die werden wahrscheinlich sogar noch Portugal ablösen und sich wieder qualifizieren. Das wäre echt wieder richtig toll. Also bei Wales würde ich echt mal gerne sehen, Teamstatistik, was die so können, ja, also was die so haben. Ich möchte endlich auf genau das. Wales, wie sieht's denn aus? Was haben die denn? Die haben nur Bale, ne? Kann das sein, dass sie nur Bale haben und trotzdem ist das hier alles so super? Das kann ich gar nicht verstehen. Ja, wie man das von einem Spieler abhängig machen kann, dass das hier alles hinhaut. So Davies, das sind alles keine wirklich guten Spieler. Richards, kennt man den? Richards, hä, komisch. Ja, auf jeden Fall ist das echt dolle, dolle Geschichte hier, ne? Dass die so gut sind. Ramsey hier, den habe ich auch mal gehört, aber ansonsten kann ja nicht sein, dass die hier so eine Mannschaft so pushen wegen Gareth Bale. Das ist doch, ne? Bisschen komisch. So, Özil 2 Monate verletzt, ist natürlich für unsere Mannschaft auch blöd. Der war doch vorher auch eine ganze Weile verletzt, kann das, ach nee, der war gesperrt, stimmt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal gegen Blackburn und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Schuto.